Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pa! Roar! Edna bricht aus. So, darf ich jetzt übernehmen? Dankeschön. Und willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir befinden uns hier in einer Irrenanstalt und spielen Edna. Und unser Ziel ist es jetzt erst einmal, aus dieser Zelle auszubrechen und alle Menschen zu töten. So, auf jeden Fall, wir befinden uns tatsächlich gerade in der Irrenanstalt und herzlich willkommen beim meistgewünschten Game Edna bricht aus. Und ich möchte direkt als kleine Warnung vorab sagen, wir werden wahrscheinlich sehr, 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 sehr lange spielen, weil in diesem Spiel kann man wirklich mit allem agieren und alles mit jedem benutzen, angucken, sprechen, pipapo. Und natürlich werden wir möglichst alles einmal ausprobieren. Ja, probier alles aus. Es wird sicher Spaß machen. So, hier oben übrigens, wir spielen mit Kommentaren von Poki, Jan Müller Michaelis, wir erinnern uns, der junge Mann, der irgendwie alles macht. Der versteckt sich hier ein bisschen verstruffelt oben links und den klicken wir einfach mal an. Erstmal Bierchen zischen und jetzt quatscht er auch schon los. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jan Müller Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Mhm. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Oh. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt. Und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, danke, ne? Tschüss! So, habt ihr gehört, eine halbe Stunde werden wir brauchen und ich hoffe, Edna ist nicht kalt, weil die trägt unter ihrem Gespenstergewand nur einen Schlüpper. Ne, die hat sonst nichts an, nur einen alten Schlüpper. Und die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen angespielt. Ich wollte gucken, ob man das Spiel vielleicht noch in einer höheren Auflösung laufen lassen kann. Geht aber nicht. Und deswegen habe ich schon ein bisschen angespielt. Ich spiele übrigens auch komplett ohne Lösung. Also ohne Komplettlösung in diesem Falle. Das heißt, wir werden uns mit Sicherheit hier und dort ein wenig festbeißen. Für diejenigen, die das Spiel kennen und den Lösungsweg kennen, nicht spoilern. Wer spoilert, der wird von Lotti geknutscht. Hörst du schon gleich die dramatische Musik? Von Lotti geknutscht werden ist kein schönes Erlebnis. So, die macht's nämlich mit Zunge. So, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Wir schauen uns erstmal alles an. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Hast du recht. Guck mal, ein Tisch. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Also Edna ist ohne Gedächtnis in der Zelle. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Immerhin hat sie einen eigenen Stuhl. Kann auch nicht jeder von sich sagen. Vielleicht ist er nett. Warte, komm, reden wir doch mal mit dem. Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Na komm, der steht den ganzen Tag hier rum und wartet darauf, dass du dich mit dem Arsch draufsetzt. Der ist schon super nett, der Stuhl. Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Du bist aber ein bisschen undankbar, Edna. Stehen bleiben, Tisch. Brav.
Ja, gelernt ist gelernt. Tür ansehen. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Tür ansehen, nicht öffnen. Das ist eine Tür. Sie ist geschlossen. Erfolg freigeschaltet. Guck. Kerl. Also, wir haben geguckt. Deswegen haben wir jetzt einen Erfolg. Das ist schon mal viel wert. Auch im richtigen Leben sollte man gucken. Ich hasse Gitter. Gitter ganz. Können wir das Gitter nicht rausreißen mit unmenschlichen Kräften? Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Gewalt ist die Lösung, Edna. Gewalt. Oder ein Gespräch. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Da hast du recht, Harvey. Aber was tun? Reden wir doch mal mit der Tür. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Na gut. Tür kriegen wir nicht auf, Polster kriegen wir nicht auf. Aus Harveys neue Augen weiß der ein oder andere, da waren wir ja schon mal in dieser Zelle. In der Zukunft, ne? Das wird ja später passieren. Wir spielen ja jetzt wieder eine Vergangenheit. Das ist ein perfider Trick, um zu verwirren. Aber was machen wir denn jetzt? Wir nehmen den Tisch einfach mal mit. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Aber das ist doch ein super Tisch. Das ist ein Didakttisch. Den kann man immer mitnehmen. Oder vielleicht den Stuhl. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Reißen wir mit den Fingern die Polster aus den Wänden. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Lassen wir es bleiben. Können wir mit der Wand reden? Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Und einfach nur benutzen? Ha! Okay, können wir gegenboxen. Im Inventar haben wir Harvey. Den können wir gegen die Wand schmeißen. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ah! Ah! Ist da drin bald mal Ruhe? Das hat ja nicht so gut geklappt. Können wir mit Harvey reden? Hallo? Hallo, Edna. Was gibt's? Ja, erstmal das Grundlegende. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Tut dir das nicht weh, an den Ohren getragen zu werden? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Ja, irgendwie muss es doch gehen. Am besten klatschen wir den Hasen auf den Tisch. Machen Hasenbraten. Hey, Harvey! Willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Na gut. Können wir Harvey vielleicht auf den Stuhl setzen? Was denkst du über diesen Stuhl, Harvey? Er verbirgt etwas. Meinst du? Er sieht so nutzlos aus. Das täuscht. Glaub mir. Stuhl. Ich erkenne deine Sünden. Vielleicht Harvey gegen die Tür klatschen? Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar. Ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Vielleicht Harvey gegen das Gitter? Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Ach Mist.
Na gut, ich habe ja schon ein bisschen angespielt. Ich weiß ja schon in etwa, Gott sei Dank. Und deswegen kann ich auch jetzt mit Bestimmtheit sagen, das Let's Play könnte sich streckenweise ein wenig ziehen. Das heißt, bitte nur mit Geduld einschalten. Es könnte ein bisschen dauern. Stuhl. Bei genauerer Betrachtung fällt mir die Stuhlartigkeit dieses Stuhles erst richtig auf. Mhm. Nicht, dass du in Stulitäten gerätst. Super Idee. Wahrscheinlich komme ich dadurch frei, dass ich mir diesen Stuhl nochmal angucke. Warte mal. Das ist wirklich interessant. Die Beine lassen sich abschrauben. Nein. Potztausend. Abschraubbare Stuhlbeine. Kramschware aus dem Möbeldiscount. So, nehmen wir den Inbusschlüssel und dann gleich ab dafür. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Hat ja gut geklappt. Ich habe das Bein abgeschraubt. Randale! Yippie! So, jetzt haben wir ein Stuhlbein. Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Aber ohne Scheiß, echt mal. Können wir das Stuhlbein vielleicht, können wir den Hasen verprügeln? Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Übrigens, wenn es im Hintergrund knötert, ne, das sind wieder Bohrgeräusche hier aus dem Haus, wollte ich nur mal sagen, ne, dieses Nee, ich weiß nicht, ob man das hört in der Aufnahme. Jedenfalls, wir müssen das Stuhlbein irgendwie anspitzen. Aber wie? Vielleicht mit einem Polster? Jeder weiß, dass man mit Polstern Stuhlbeine anspitzen kann. Das hatte kaum einen Effekt. Wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Vielleicht Harvey. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby, nimm mir die Bude auseinander. Upsi. Und da haben wir tatsächlich jetzt ein kaputtes Stuhlbein, das sehr spitz aussieht. Ich muss aber sagen, letztes Mal in der Probeaufnahme habe ich es hier oben am Gitter. Dachte ich mir, ich kann es da durchstecken und abbrechen. Hat auch funktioniert. Also es gibt mehrere Lösungswege. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns hier durchschlagen werden. So, und jetzt apropos schlagen werden. Ich zelebriere hier die ganze Zeit Gewalt in der Gummizelle, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Kein Kratzer. Mist. Polsterritzen. Ich glaube, hier war das doch, wo wir ausgebrochen sind. Oder war es eventuell hier? 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 Oder war... Ja, ich höre ja schon auf. Ich mach doch hier nur... Ich muss doch hier auch mal irgendwie was machen.